Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich zu unserer Sendung Kulturbrücke Hamburg bei TDTV. Unser Motto ist gemeinsam leben, gemeinsam erleben. Wir befassen uns heute mit dem Thema Afrika Festival, das am 27. bis zum 30. August, also diese Woche, stattfindet. Und dazu habe ich einige Gäste eingeladen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Wir fangen mal bei unserer Frau Angelina Akpovo. Sie kommen aus Westafrika, Benin, sind Tänzerin und Sängerin und vor allem Leiterin dieser Organisation Afrika Fest Hamburg. Und ihre Organisation heißt Al-Afia. 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 Genau. Und Herr Gerhard Heiland, Sie sind von Beruf Dramaturg und Schauspieler und jetzt Mitinhaber und Organisator der Agentur Al-Afia. Nein, auch Al-Afia. Wieso Al ist hier arabisch? Al-Afia. Al-Afia. Also doch zusammen. Gut, okay, dann kommen wir denn zu dem Sohn. Das ist Michel Akpovo. Du bist der Sohn von Frau Angelina Akpovo. Herzlich willkommen. Danke. Ja, Frau Angelina Akpovo, was hat Sie überhaupt bewegt, so ein Festival in Hamburg zu organisieren? Okay, zuerst, hallo, wie alle. Ja. Und diese Idee ist eigentlich gekommen, weil ich selber, ich bin seit 25 Jahren hier in Hamburg und ich bin Tanzlehrerin. Ja. Und ich habe schon viele Afrika-Feste mitgemacht in anderen Städten. Und dann plötzlich habe ich mir gesagt, warum nicht in Hamburg? Mhm. Weil Hamburg ist meine Stadt. Und so sind wir in die Idee gekommen, diese Afrika-Fest hier in Hamburg zu organisieren. Sehr schön. Ja. Und was ist die Idee? Was steckt für eine Idee hinter diesem Festival? Die ganze Idee ist einfach, dass wir versuchen, die Afrikanerin, weil ich organisiert mit anderen afrikanischen Frauen, dass wir versuchen hier, dass diese Brücke zwischen Hamburg und Afrika gebaut oder abgebaut wird. Zu bauen, genau. Das ist ja Kulturbrücke Hamburg. Mein Gott, eure Sprache ist wahnsinnig schwer. Sie wollen eine Brücke bauen zwischen Afrika und Hamburg. Weil wir haben wirklich so bemerkt, dass die Leute weiß wirklich nicht viel von Afrika. Ja. Sie kennen nur Afrika, Trommel, Tanzen oder Huga-Huga. Ja. Und Afrika hat 1000 Gesichter. Afrika hat viel zu bitte. Richtig. Ja, und dadurch versuchen wir durch diese Afrika-Fest etwas Besonderes darzustellen, dass, dass die Leute hier merken, dass wir Afrikaner, wir leben, aber richtig, und wir sind keine Buschtrommel. Sehr schön, das freut mich aber sehr. Zu Herrn Heiland. Ich meine, Afrika ist ja der größte Kontinent. Ja. Wollen Sie ganze Afrikaner, ganze Kontinent nach Hamburg bringen zu diesem Festival? Oder? Nee, das sicherlich nicht. Aber wenn man, glaube ich, dieses Afrika-Fest über einen langen Zeitraum irgendwie ansieht, dann wäre es natürlich ganz schön, wenn der ganze Kontinent über die verschiedenen Festivals, die wir über mehrere Jahre machen, auch repräsentiert ist. Wir haben jedes Jahr einen Schwerpunkt. Mhm. Letztes Jahr war es Westafrika und dieses Jahr ist es Afrika-Jamaika, diese Verbindung. So. Das drückt sich dann auch in der Musik, in den Veranstaltungen aus. Und die Künstler, die im Moment hier spielen, leben hauptsächlich in Deutschland, aber sie sind Afrika-stämmig, Westafrika, Jamaika-stämmig und die präsentieren wir. Und wie viele Künstler werden da auftreten insgesamt? Weil es läuft ja 4 Tage, am 27. bis zum 30. August. Richtig. Also es sind insgesamt 35 verschiedene Musikgruppen, Theatergruppen, Schauspieler, die auftreten. Wie viele es jetzt insgesamt sind, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber da einige Gruppen mit 10, 12 Personen auftreten, werden es sicherlich irgendwie um die 120 Künstler sein, die wir präsentieren. Ja. Aber es werden große Gruppen sein, es werden auch Solokünstler da sein, eben aus Jamaika und aus Afrika. Ach so. Und Sie haben ja vorhin erwähnt, dass dieses Festival bereits letztes Jahr auch stattgefunden hat in Hamburg. Ja. Wie war überhaupt das Feedback in der Öffentlichkeit und auch überhaupt bei den Zuschauern, in der Presse?
Also das war von der Presse her schon ganz gut, irgendwie auch in der Vorbereitung, wie wir darüber haben berichten können. Ja. Und die Teilnahme, das muss man schon sehen, manche Veranstaltungen waren gut angenommen, manche etwas weniger. Aber das Schöne war eben, dass wir das Festival da gemacht haben mit dem Zentrum Afrikanischer Markt, wo die Leute eigentlich sind, in der Ottenser Hauptstraße, die gehen eh vorbei. Ja. Und wenn man das eigentlich hochkalkuliert, würde ich sagen, es werden bestimmt 20.000 Leute das irgendwie wahrgenommen haben. Mhm. Die Annahme ist, wir haben es angefangen, jetzt langsam und sicher vergrößert, haben aus bestimmten Sachen auch unsere Schlussfolgerungen gezogen, vielleicht die Ottenser Hauptstraße auch ein bisschen gemütlicher zum Sitzen zu machen, sodass wir dann auch irgendwie die Reaktion war insofern auch sehr positiv. Wir haben eine ganze Menge Rückmeldung bekommen. Mach das mal so. Hier ist vielleicht noch eine Anregung. Also von daher ist dann auch wieder so eine Rückmeldung entstanden und das hat uns auch dann auf die eine oder andere Idee gebracht. Und wir sollen viel Freude. Genau, das und so. Viel Freude, weil das war wirklich viel los. Und wir haben echt das nicht erwartet. Und das für uns. Und besonders, wir haben erreicht auch die Afrikaner. Ja. Nordafrika, Westafrika, also alle waren da. Und klar, unsere Brüder und Schwestern aus Europa, sie waren alle da. Und das war die große Freude, besonders für uns, die Afrikaner selber. Natürlich. So, Sie haben erwähnt, dass es in Ottensener Straße stattgefunden ist? Oder Ottenser Hauptstraße, direkt am Altonaer Bahnhof. Ja. Haben wir eine Open-Air-Bühne. Ja. Wir haben auch eine zweite Open-Air-Bühne am Samstag, den 28. Und zwar im Mercado, mit dem wir eben auch zusammenarbeiten, die uns auch unterstützen und sponsern. Wir werden dort eine Ausstellung haben, aber ganz unterschiedliche Programme bieten. Also im Mercado selbst etwas, sagen wir es mal so, kammermusikalischer, etwas literarischer. Und draußen in der Ottenser Hauptstraße auch richtig die Ottenser Hauptstraße zum Spritzenplatz mit Musik und afrikanischem Markt versorgen, sodass da auch sicherlich eine afrikanische Vergnügungsmeile mit Musik irgendwie entstehen wird. Sie haben auch so ein Programm mitgebracht. Ja, genau. Und darauf habe ich irgendwie gelesen, dass es auch in der Fabrik irgendwelche Events stattfinden wird. Ja, das ist unser zweiter Partner neben verschiedenen anderen, die wir haben. Ja. Wir haben letztes Jahr und eben auch dieses Jahr werden wir eine Abendveranstaltung in der Fabrik machen. Hm. Es werden spielen Jamaika Papa Kirvin, dann vorher Voodoo Jazz aus Liberia mit Kojo Samuels und eben mit Michel, der am Schlagzeug dort ist. Hm. Und danach wird getanzt mit DJ Alpha, der sonst in der Werkstatt 3 auflegt, irgendwie bis die Füße qualmen. Ja, apropos Michel, du bist ja der Musiker hier in der Gruppe und du bist die Brücke zwischen Afrika, also durch deine Musik, zwischen Afrika und Deutschland bzw. Europa. Ja, ich auch durch meine Herkunft, also wie gesagt, das ist meine Mutter, Benin Akpovo, mein Vater ist halt Hamburger, der ist auch in Hamburg geboren und ich habe auch 5 Jahre lang in Benin, das ist zwischen Ghana und Togo, habe ich gelebt, bin auch zur Schule gegangen, habe allerdings nicht, wie viele Leute denken, da Musik gemacht und so, sondern das war, habe ich nichts mit Musik zu tun gehabt, es war einfach nur, ich habe das Leben halt da kennengelernt, ein bisschen die Mentalität, bin dann hier nach Deutschland gekommen und ja, dann fing es halt so langsam an mit der Musik. Und halt durch die beiden Herkünfte her bin ich halt sehr tolerant, allein schon was Musik angeht. Ich spiele, mach Jazz, Funk, dies und das. Und ich bin halt mit 3 Jahren, hat meine Mutter mich schon auf die Bühne hinten hingestellt mit einer kleinen Rassel und kleinen Glocke und so. Hat das halt angefangen. Und, und ich merke das halt immer wieder durch andere Musiker, Lehrer und so, die sich immer wieder, auch Jazz, zum Teil auch Klassiker, die sich immer wieder neue Inspirationen in Afrika holen, die nach Afrika fahren oder sich irgendeinen afrikanischen Lehrer holen und Djembe üben. Yeah. Und dadurch habe ich auch gemerkt, ich habe Schlagzeug. Ich habe 1 Jahr gespielt und dann konnte ich schon das spielen, eigentlich, was ich jetzt eigentlich auch spiele. Natürlich jetzt besser, aber also was ich damit nur sagen will, ist, dass diese afrikanische Musik, was im Festival eigentlich auch ein bisschen rauskommen soll, nicht nur einfach, wie schon gesagt wurde, so eine Busch-Trommelmusik ist, sondern halt eben auch eine gewisse Art von, wie sagt man, Quelle von, oder Grundstein von der Musik, die es heute auf der ganzen Natürlich, Welt gibt. Natürlich, Ich sage, ich spreche da von Hip-Hop, Reggae, Jazz, eigentlich alles außer klassische Musik. Also vielleicht. Das ist der Ursprung, meinst Auf jeden du? Fall. Es gibt auch bestimmte Rhythmen, traditionelle Rhythmen, das weiß ich daher, dass ich eben damit aufgewachsen bin und das viel mache. Bestimmte Rhythmen, die sind identisch mit Rhythmen, die man heute hört in bestimmten Richtungen. Und da braucht man sich nicht lange drüber zu unterhalten, was zuerst da war. Also viele Menschen denken, dass ursprünglich Hip-Hop ja aus Nordamerika kommt. Kommt es ja auch immer. Also man kann nicht pauschal sagen, es kommt aus Afrika, aber es ist irgendwo schon also der Grundstein. Man muss einfach überlegen, diejenigen, die es in Amerika erfunden haben, wo die halt herkommen. Also das ist das halt sind ja auch ursprünglich die Afrikaner im Grunde genommen. Amerika, Afrika. Yeah. Fein, das ist ja schön. Also wir haben auch im Vorfeld etwas aufgenommen von unseren Zuschauern, die wir Ihnen gleich zeigen werden. Du hast auch am Anfang mit der Gruppe gespielt bei Opening. Vielen Dank, es hat sich ja sehr gut angeschaut.
Meine liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn Sie uns erlauben, dann schauen wir uns den Beitrag an und dann unterhalten wir uns weiter. Mhm. Bitte schön. Salam und herzlich willkommen zu unserer Sendung Kulturbrücke Hamburg, die Welt zu Hause. Liebe Zuschauer, vom 18. bis 20. August findet in Hamburg das 4. Afrika-Festival Alafia statt. Ich begrüße ganz herzlich im Studio die Veranstalter und die Künstler. Angelina Akpovu. Akunando. Alafia. Sie sind Tanzlehrerin, Sängerin und Leiterin des Afrika-Festival. Genau so. Marialin Berison Akunando. Alafia. Sie sind Tänzerin, Organisationsteam und Künstlerbetreuerin. Genau, ja. Last but not least, Herr Gerhard Heiland. Sie sind Lehrer, Dramaturg und Organisationsleiter des Afrika-Festivals. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und schließlich haben wir eine Musik- und Tanzgruppe zu Gast, die auf dem Festival auftreten werden, liebe Zuschauer. Darauf kommen wir dann nochmal zurück. Angelina, warum ein Afrika-Festival in Hamburg? Dieses Afrika-Festival, insbesondere unser Ziel, ist, dass wir hier in Hamburg, weil wir sind alle Hamburger, ja, und die Hamburger Publikum zu zeigen, wir Afrikaner, wir Blick Menschen, wir sind hier und unsere authentische Kultur zu zeigen, damit die Leute ein bisschen etwas, diese Vorurteilung, so abbauen, dass wir da sind und wir sind Flagge. Und dadurch machen wir dieses Afrika-Festival. Schön. Ja. Welches Spektrum bietet ihr dann? Also, Fotoausstellung, es wird ein Kinderprogramm, Künstler aus verschiedenen afrikanischen Kontinenten, Osten bis Norden, und Lesung, Literatur und Videovorträge und so weiter. Also viele verschiedene Sachen werden an den drei Tagen, nicht? Genau, das ist ja stattfinden. Und wo fängt das denn an? Das beginnt zuerst in Altona, Mercado, und danach auch, also Freitag, das ist Open Air in, also wie heißt das nochmal? Ottensener Hauptstraße. Genau. Alright. Und Samstag ist das in Mercado drin und draußen auch.
Und danach Sonntag, das wurde in der Völkerkunde Museum, weil da ist der Familientag, also besonders für die Kinder und so weiter. Weil die Kinder legen uns im Herz. Ja, das natürlich. Ist ganz wichtig auch. Kinder sind unsere Zukunft. Oh, voilà, Angelina. C'est ça? Yeah. Ja, Marie Aline Berisson, welche Aufgabe haben Sie denn in dieser Organisation? Also ich kümmere mich um die Künstler. Ich bin die Betreuerin ich bin zuständig für die Bühne in Mercado am Samstag. Ach so. Und ich tanze auch für die Tanzen am Sonntag mit der Jacarumbo-Gruppe im Völkerkundemuseum am Sonntag. Sie stammen ursprünglich aus Martinique. Ja. Und welchen Bezug haben Sie zu Afrika? Also Martinique liegt in der Karibik und ein Großteil der Bevölkerung entstand von Afrika. Die Wurzel ist in Afrika. Oh. Richtig. Sie sind berühmt für eine Josephine Baker Parodie. Was bedeutet Josephine Baker für Sie? Also Josephine Baker ist die erste mutige Frau im 19. Jahrhundert, die Stepptanz getanzt hat mit einem Bananenrock mit oben ohne. Das war richtig sensationell. Ja, genau. Das stimmt. Und sie ist auch sehr berühmt geworden. Ja, da ist sie berühmt geworden. Und machen Sie sie nach? Auf der Bühne? Habe ich nachgemacht, ja. Ja? Ja. Nicht so extrem, aber ein bisschen sehr sexy, ja. Sehr sexy. Liebe Zuschauer, nicht vergessen, am Freitag, der 18. August im Mercado. Oben ohne? Nicht? Nee, das geht nicht. Nein. Marie Ali erlebe. Wie viel Uhr fängt das denn an? Um wie viel Uhr fängt das denn an? Also, Ja, ist doch so. Wenn Sie Verfechterin von... Also, am Sonntag, ich kümmere mich um die Künstler. Ich stelle die nur vor. Ach so. Also, diese Josephine Baker, das war. Also, vor langer Zeit. Okay. Jetzt bin ich... viel zu alt dafür. Sie sind ja sehr bescheiden. Herr Heiland, warum gerade Afrika? Warum gerade ich mit Afrika zu tun habe oder warum wir ein Festival machen? Weil wenn ich mit Afrika zu tun habe, wir arbeiten kann man gar nicht zählen, mehr als 10, 12 Jahre zusammen. Und so hat sich das über ein Theaterstück ergeben. Und die Arbeit macht Spaß und das ist interessant. Und ja, das ist der einzige Grund. So. Und das ist ja das vierte Jahr schon inzwischen. Richtig. Ist es von Vorteil, dass sich Afrika als Kontinent mit dem Festival abgrenzt? Also das tun wir ja eigentlich nicht. Irgendwie, dass wir uns abgrenzen zu anderen Kontinenten oder zu anderen Musikrichtungen. Ganz einfach auch schon alleine durch die Künstler oder die Leute, die daran teilnehmen. Es sind ganz viele afrodeutsche Kinder, es sind ganz viele Afrikaner, die auch hier in Deutschland geboren worden sind. Mhm. Und dann die Künstler, zum Beispiel bei dem einen, da spielt jemand aus Nordafrika, der spielt mit einem indischen Musiker zusammen. Es gibt eine Gruppe, da sind afrikanischstämmige Afrodeutsche, aber es sind Rumänen in der Gruppe. Und insofern ist es natürlich schon so, dass wir dort eine Verbindung haben. Aber gleichzeitig das Thema ist Afrika. Und das ist schon eine extra Kultur. Und es macht eigentlich auch Sinn, einfach mal zu sagen, wir zeigen Afrika prominent in Hamburg. Sehr schön. Das diesjährige Festival bietet viele Facetten. Also Angelina hat ja darauf hingewiesen, von Musik und Tanz über Fotoausstellungen, kulinarischen Genüssen und einem Fußballturnier. Ja. Und im Programm habe ich gelesen, dass über Afrika auf der Leinwand etwas gezeigt wird. Was wird denn da gezeigt? Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir machen ein großes Fußballturnier und zwar das machen wir im Zusammenhang mit der Reisebank und die hat ein bundesweites Nations Cup Turnier ausgerufen. Da können alle Mannschaften, von Personen, die in Deutschland leben, aber aus ganz vielen Ländern können daran teilnehmen und die
treten in einem Turnier zusammen. Hier gibt es in Hamburg eine Vorausscheidung und das Finale ist dann irgendwie in Frankfurt. Und in dem Zusammenhang, und die machen dieses Turnier oder wir mit ihnen zusammen in unserem Festival, die Siegerehrung findet statt. Und das ist das eine. Dann haben wir natürlich zweitens auch noch eine große Diskussion, Afrikaner im deutschen Fußball, das wollten wir schon immer machen. Das ist schon so eine Frage, ach, das geht so ein bisschen Hacke, Spitze, Kopf oder deutsche Strategie und Laufen irgendwie. Das macht schon Spaß, darüber sich mal zu unterhalten. Und das Zweite, was Sie fragten, Afrika auf der Leinwand. Wir haben natürlich gedacht, weil wir vorhin auch über Kinder sprachen, dass wir eben nicht nur in diesen Orten auftauchen, sondern wir gehen in eine Schule. Es gibt in Niendorf ein Gymnasium und die haben ein kleines Kino, das ist so ein Schülerkino, ein Backdoor-Kino. Und da zeigen wir afrikanische Filme für die Schüler in Niendorf. Und das, da sind unterschiedliche Filme, so Kinder- und Jugendfilme und dergleichen mehr. Das ist aber in der Woche nach dem Festival. Ja. Aber ich meine, Afrika ist ja, Kontinent ist ja sehr groß. Ja. Welche Länder werden Sie denn zeigen auf dem Leinwand? Das ist, wir zeigen dort einen Film aus Südafrika. Wir zeigen aber auch einen Film, der in Deutschland gedreht wurde, so Black Germany. Das ist so ein Film über Afrikaner in Deutschland. Dann gibt es einen Film aus Senegal, einen aus Kenia. Das Thema ist aber immer Jugendliche, wie die aufwachsen und ja, wie, damit die Kinder einfach sehen, dass es auch ganz unterschiedliche Welten gibt. Das sind große Spielfilme. Mhm. TGW Express zeigen wir unter anderem auch. Also so, so, auch so etwas. Sehr genau. Schön. Jetzt ganz kurz zurück zu dem Fußballturnier. Ja. Welche Mannschaften, wie viele Mannschaften sind dabei? Also in Hamburg, der jetzige Anmeldestand sind 28 Mannschaften. Und das sind Mannschaften aus der Türkei, aus Kroatien, aus Togo sind 4 Mannschaften, dann Ghana, aus dem Senegal. Viele spielen und im Stadtpark. Welche Altersgruppe und so spielt da mit? Das ist vollkommen egal. Das sind irgendwie 16-, 17-Jährige bis, naja, bis man schnell genug ist für die jungen Dachse. 40, 50. Vielleicht, vielleicht. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt Kwame Vion. Bleiben Sie bitte dran. Auch Synergien mit anderen Festivals. Es gibt ja in Hamburg mittlerweile Trommelfest, Karneval der Kulturen. Ob wir was? Die Worte Synergien bilden, gemeinsam mit den zusammenarbeiten. Bis jetzt noch nicht, sondern aber wir treffen uns, die ganze Organisator, weil sie durch diese Chefin von Kulturbehörde ein Forum, wo wir uns treffen und diskutieren. Ansonsten bis jetzt gemeinsam noch nicht. Aber bei Karneval der Kultur treten wir auf und ich glaube, das ist schon eine gemeinsame Sache. So, wir treten da auf und gemeinsam auch mit den ab und zu mal Sachen zu organisieren. Ihr wisst, dass die nächste WM in Südafrika 2010 stattfindet. Yeah. Was ist für euch? What does it mean for you? Come on, let me know. Eine große Freude, ne? Ja, sie ist ja da. Freude, und, ja. Wollt ihr dahin? Ja. Ja, wenn das Geld. Ja, wollen wir alle dahin? Ja, gemeinsam. Ich hätte Lust. Oh, da komme ich mit dir. Ich kenne Südafrika sehr gut und ich liebe auch Südafrika. Ja. Ja? Inshallah. Es wird bestimmt wieder so sein, im Sessel sitzen,
Chips essen und Bier trinken. Typisch deutsch. Aber wer weiß, wer weiß. Nein, die schönste, beste Weine gibt es doch in Südafrika. Voilà. Die werden wir doch trinken. Nicht? Genau, inshallah. Angelina, inshallah, okay. Also das ist natürlich erfreulich, wenn das in Südafrika stattfindet. Habt ihr eine Botschaft für unsere Zuschauer? Also ich möchte sagen, egal welche Kultur und egal welches Land, woher man kommt, Alafia. Friede. Friede. Salam. Salam aleikum. Kinder zwischen 9 und 14 Jahren haben in den Ferien die Möglichkeit, die Vielfalt der Kulturen mitten in Hamburg kennenzulernen. Unter dem Motto Switch in 4 Tagen um die Welt besuchen sich Hamburger Kinder unterschiedlicher Herkunft gegenseitig und verbringen gemeinsam einen Tag bei jeder Familie. Der Austausch dient dazu, Kinder durch eigene Erfahrungen für die Vielfalt der Kulturen zu begeistern. Hätte ich mich da nicht angemeldet, hätte ich sie gar nicht kennengelernt. Ob die Kinder aus Wilhelmsburg, Ottmarschen, Bergedorf oder welchem Stadtteil auch immer kommen, spielt keine Rolle. Jedes Kind ist willkommen und nimmt an der kostenlosen Reise teil. Mit Switchen und Gewinnen, wer zwischen 9 und 14 Jahre alt ist und etwas Spannendes erleben möchte. Reisetermine, Anmeldefristen und weitere Informationen gibt es unter www.switchhamburg.de oder unter Telefon 040 37 51 73 73. Masalama. Goodbye. Yashas. Até a próxima. Masalama. Auf Wiedersehen. Annyeong geseyo. Dovidenyo. Adios. Auf Wiedersehen. Tata. Hasta la próxima. Güle güle arkadaşlar. Dovidenyo. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.